Willkommen zum heutigen Treffen der anonymen Bildbearbeiter. Trifft sich echt gut, dass vor kurzem jemand unter meinem Tipps zur Naturfotografie im Waldvideo geschrieben hat, dass es ihn oder sie sehr interessieren würde, wie ich die Entwicklung der Bilder durchführe, um die jeweilige Stimmung hervorzuheben. Trifft sich deswegen gut, weil mein einziger Versuch, dieses Mal ein Video zu machen, draußen irgendwie ins Wasser gefallen ist, weil es, ja, hat nicht geklappt. Dann dachte ich mir, okay, perfekte Möglichkeit, mache ich doch einfach heute das Video dazu, ein kurzes oder vielleicht auch nicht ganz so kurzes. Und dann habe ich gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bearbeite ein oder zwei Fotos von A nach Z durch, also von der RAW-Datei bis zum fertigen Bild. Kann aber natürlich dann sein, dass ich zwei Bilder erwische, die euch überhaupt nicht interessieren. Was allerdings nicht heißt, dass ich es nicht trotzdem mal machen kann. Also wenn ihr das wollt, ihr könnt euch einfach eins oder zwei von den Bildern, die ich jetzt heute hier kurz zeige, aussuchen. Dann würde ich es durchaus machen. Und die andere Möglichkeit, die mir jetzt deutlich sinnvoller erschien und deswegen mache ich die jetzt auch, ist, ich zeige einfach ein paar Bilder, links die RAW-Datei, rechts das fertige Bild und erzähle in ein paar Worten was dazu, warum ich es gemacht habe und wie ich es gemacht habe, falls es irgendwie so schnell geht. Fangen wir einfach an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier bei dem Foto allzu viel dazu sagen muss, was ich gemacht habe, weil man es ja an sich eh gut sieht. Also ich könnte es natürlich genau erzählen, ne, könnte ich nicht, weil ich es vergessen habe, aber rein theoretisch könnte ich natürlich genau erzählen, wie und was und überhaupt. Aber hauptsächlich erkennt man, dass die RAW-Datei viel flauer ist, was ja auch ein bisschen Sinn der Sache ist bei RAW-Dateien, weil dadurch kann man halt viel mehr bearbeiten. Was ich vor allem gemacht habe hier ist, Kontraste verstärkt und im mittleren Bereich ein bisschen noch mit dem Pinsel, wenn man so nennen will, hervorgehoben, die Nebelstimmung. Das ist bei dem Bild hier eigentlich schon alles gewesen. Bei dem Bild hier ging es eindeutig um Weißabgleich und Helligkeit, die ich geändert habe. Ich habe geschaut, dass ich die bläulichen Farbtöne rauskriege, was, wie man sieht, auch ziemlich gut gelungen ist. Kann man natürlich auch leicht in der Bearbeitung machen, indem man selektiv einfach die Sättigung verringert von einer Farbe. Und apropos Selektiv-Sättigung, ich glaube, hier habe ich auch selektiv die Sättigung der belaubten Birken noch ein bisschen verstärkt, also die Orangetöne ein bisschen verstärkt, damit es besser zum Vorschein kommt. Und dadurch ist halt diese Stimmung entstanden mit diesem ja, sehr reduzierten Bild, wo nichts da ist außer Reif heller, Nebel heller und halt die Bäume, die irgendwie so interagieren zu scheinen. Rechts die Gruppe mit Laub und links die Birke, die irgendwie ihr Laub schon verloren hat. Bei dem Bild dieser hübschen Eichen hier am Edersee habe ich beim Fotografieren darauf geachtet, dass die Spitzlichter mir nicht allzu viel vom Laub wegfressen. Und ja, hinterher habe ich dann einfach die Schatten aufgehellt und das hat dann dafür gesorgt, dass nicht nur die Baumstämme und Äste besser sichtbar sind, sondern dass auch das Laub deutlich mehr strahlt. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, ich hier vermutlich auch ein bisschen die Sättigung erhöht habe, damit die Herbstfarben halt besser zum Vorschein kommen. Außerdem habe ich rechts ein kleines bisschen was weggeschnitten, damit dieser kleine Ast- oder Wurzelteil nicht mehr am rechten Rand ist. Das Foto hier zeigt vor allem mal, dass ich meinen Sensor endlich mal wieder putzen sollte. Der ist ja schon ganz schön dreckig inzwischen. Es ist auch das erste Foto jetzt, bei dem man durchaus den Eindruck haben könnte, dass es ganz schön stark bearbeitet ist. Visuell sieht es ja auch wirklich sehr anders aus. Praktisch aber ist es eigentlich bloß so gewesen, dass ich im Original vor Ort darauf geachtet habe, dass ich den Himmel nicht überbelicht. Vor allem die Bereiche um die Sonne sind natürlich immer sehr gefährdet. Und dadurch, dass eine Kamera halt doch sehr eingeschränkt ist, was so ja, Helligkeitsunterschiede betrifft im Vergleich zum menschlichen Auge, ist halt alles andere dann sehr dunkel geworden. Das Schöne ist ja, dass es heutzutage mit den Kameras jetzt nicht mehr wirklich ein Problem ist, es einfach aufzuhellen hinterher. Die Bildqualität ist dann trotzdem noch so gut, dass es nicht wirklich stört. Und das war an sich auch alles, was ich gemacht habe. Ich habe einfach die Schatten aufgehellt, damit der Vordergrund wieder zum Vorschein kommt und die Stimmung, die kühle Reifstimmung transportiert. Und um das zu erreichen, habe ich auch noch ein bisschen Weißabgleich in Richtung kühl geändert. Das passiert, wenn man beim Fotografieren von einem Panorama nicht darauf achtet, dass die Nivellierbasis wirklich gerade ist. Da hat man nämlich sowas ziemlich Schiefes hinterher. Was aber nicht so richtig schlimm ist, wenn man beim Fotografieren einfach darauf achtet, dass man
oben und unten und links und rechts ein bisschen mehr hat, als man eigentlich im fertigen Bild haben wollte, dann kann man es nämlich einfach wegschneiden. Also die störenden, fehlenden Bereiche. Habe ich hier auch gemacht, wie man im Vergleich zum fertigen Bild ja gut sehen kann. Außerdem habe ich die Kontraste verstärkt und den Weißabgleich ein bisschen geändert, um die doch eher kühle Morgenstimmung noch ein bisschen zu transportieren. Außerdem sind dadurch gleich die Sonnenstrahlen irgendwie ein bisschen besser zum Vorschein gekommen. Dass der Vordergrund so dunkel ist, hat einfach den Grund, dass ich, man kann es vielleicht auch im Originalbild sehen, da schon noch so ein bisschen Gestrüpp drin habe, das ich ein bisschen ablenkend fand. Und wenn man das so dunkel gemacht hat, also wie ich es jetzt hier gemacht habe, dann fällt es einfach nicht mehr so arg auf. Das ist auch so ein Bild, das eigentlich dann hauptsächlich davon gelebt hat, dass ich den Weißabgleich in dem Fall doch ziemlich arg geändert habe. Was jetzt nicht heißen soll, dass es links irgendwie realistischer gewesen wäre als es rechts, weil es war noch recht früh am Morgen und diese bläuliche Stimmung ist einfach was ich dann so fühle. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es links irgendwie näher an der Realität ist als es rechts, aber vielleicht ist es rechts auch nicht so wirklich viel näher an der Realität als es links, also an der, was auch immer die Realität ist. Sicher ist für mich jedenfalls, dass das rechts viel besser die Stimmung transportiert, die ich gespürt habe. Ich habe hier bis auf den Weißabgleich an sich bloß die Kontraste verändert. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich hinten im mittleren Bereich so ein bisschen noch dafür gesorgt mit dem Radialfilter, war das glaube ich in Lightroom, dass der Nebel so ein bisschen mehr Licht hat. Bei dem Foto hier habe ich bei der Aufnahme darauf geachtet, dass ich eher wieder dunkel belicht. Gerade im Wald ist es natürlich nochmal deutlich schwieriger als in der freien Fläche, weil die Kontraste einfach noch höher sind. Und wenn ich da Schattenbereiche habe, gerade früh am Morgen und dann noch Gegenlicht mit der aufgehenden Sonne, ist das natürlich schon extrem, was da alles an Helligkeitsstufen drin ist. Deswegen habe ich auch bei der Aufnahme direkt noch darauf geachtet, dass möglichst viel vom Himmel einfach durch Laub bedeckt ist. Das hat hier auch ganz gut geklappt. Ich denke, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich das Foto gar nicht gemacht. Und dann habe ich hinterher einfach die Schatten wieder aufgehellt und vor allem auch den Weißabgleich deutlich wärmer gemacht, um eben diese, naja, frühe, warme Sonnenstimmung besser rüberzubringen. Erkennt man vermutlich ziemlich gut, dass hier nicht wirklich viel gemacht worden ist. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich links der Mitte in der Vegetation unten am Boden noch ein bisschen aufgehellt, um so ein bisschen den Fokus dorthin zu lenken. Aber ansonsten war es echt nur der Weißabgleich, den ich ein bisschen angepasst habe, um eben diese grünliche Nebelstimmung ein bisschen besser zu betonen. Das war mir nämlich an dem Original, wenn man es so nennen will, einfach ein bisschen zu bläulich und hat nicht so ganz gepasst. Bei dem Bild hier sieht man schon, dass so eine RAW-Datei auch alles hat, was es braucht, aber irgendwie der Feinschliff fehlt. Und ich habe hier den bisschen bläulichen Nebel schon, ich habe das Herbstlaub, das bunte, ich habe das grüne Farn und ich habe das rötlich-braune alte Laub unten am Boden. Aber insgesamt wirkt das einfach alles zusammen kontrastarm und ein bisschen flau. Und in meiner Bearbeitung habe ich genau das einfach behoben und dadurch wirkt das gleich viel lebendiger und bringt vor allem auch die Farben viel besser zum Vorschein. Ein wunderbares Waldstück mit viel Farn im Unterwuchs und hübschen Eichen. Und bei dem Bild hier habe ich den Beschnitt von 4:3 auf 3:2 geändert, um oben ein bisschen so ein besseres Ende zu finden. Und was ich vor allem gemacht habe, abgesehen von ein bisschen stärkeren Kontrasten, ist die Helligkeit unten zu verringern, damit das homogener wirkt einfach, weil im Original ist es einfach so, dass das Farn unten mir ein bisschen zu hell war. Und das kommt, glaube ich, durch die Bearbeitung dann insgesamt besser rüber, die Stimmung. Da kommt doch gegen Ende glatt nochmal ein Bild, wo der Vergleich zwischen RAW-Datei und fertigem Foto ein bisschen unterschiedlicher aussieht, als er eigentlich ist.
was unter anderem auch einfach daran liegt, dass ich bei der Aufnahme ein bisschen gestresst war und ja, die Einstellungen nicht ganz optimal waren. Halb so schlimm, kann man ja aufhellen, geht ja ohne richtige Qualitätseinbußen zum Glück. In der Bearbeitung habe ich jetzt hier versucht, vor allem den Warm-Kalt-Kontrast rauszuarbeiten. Der kalte Teil unten mit Reif und ja, der Heide, die komplett halt dadurch hell und bläulich erscheint, weil eben auch noch im Schatten. Und oben das warme gelbe Licht der Sonne, wobei das eigentlich gar nicht so warm und gelb ist, wie es hier jetzt wirkt, weil das Einzige, was hier wirklich warm und gelb war, ist die blühende Birke oder sind die blühenden Birken. Und das sieht halt deutlich, deutlich wärmer aus, als es dann vielleicht gewesen wäre, wenn jetzt bloß die Sonne gescheint hätte und die Birken noch nicht geblüht hätten und noch nicht das erste Laub gehabt hätten. Und dieser Kontrast, der war hier einfach extrem reizvoll. Die RAW-Datei und das fertige Foto unterscheiden sich in dem Fall nicht sonderlich voneinander. Ich habe den Schnitt ein bisschen angepasst, damit oben der Bereich, wo ein bisschen Himmel durchscheinend, weg ist. Also einfach aus dem 4:3 und 3:2 gemacht. Und das ganze Foto ein bisschen abgedunkelt und die Kontraste ein bisschen verstärkt. Und ich finde es jetzt gerade interessant. Ich habe, wenn ich mich so richtig erinnere, glaube ich, damals doch mehr darauf geachtet, dass das Histogramm am rechten Rand anschlägt. Das heißt, dass die Fotos immer so hell belichtet sind, dass gerade keine Bereiche ausfressen, um eben keine Bildqualität zu verschenken. Weil die Olympus mit ihrem kleineren Sensor halt schon früher angefangen hat zu rauschen. Das heißt, wenn man da aufgehellt hat, hat man es halt schneller gemerkt, als es jetzt mit dem größeren Sensor der Panasonic S1 merkt. Soll natürlich jetzt kein Grund sein, es mit der Panasonic S1 nicht auch so zu machen, aber inzwischen stört es halt nicht mehr so arg. Es fällt eigentlich kaum auf. Das ist jetzt ein Bild, wo der Vergleich von RAW-Datei zu fertigem Foto vielleicht sogar ein bisschen nach weniger aussieht, als es eigentlich ist. Also abgesehen davon, dass ich einen Bildschnitt geändert habe von 3:2 auf 16:9 oder 2:1. Ich weiß gerade nicht so genau, was es ist. Jedenfalls einen Panoramaschnitt gemacht habe, um unten einiges vom Vordergrund wegzukriegen und oben ein kleines bisschen vom Himmel. Habe ich hier auch die bläuliche Stimmung im Hintergrund, die da durch ein bisschen Nebel ist, der geherrscht hat, ein bisschen mehr hervorgehoben. Und ich habe die Baumstämme ein bisschen mehr, ja, gesättigt ins Rötliche, damit dieser Warm-Kalt-Kontrast besser zum Vorschein kommt. Und was ich vor allem auch gemacht habe, ich habe unten rechts dieses Gestrüpp, dieses Heidekraut, das da von der Sonne beleuchtet ist, ein bisschen abgedämpft, indem ich es abgedunkelt habe. Weil das war nämlich ziemlich ablenkend, als einfach rechts unten im Eck noch so ein heller Bereich war. Also auf den ersten Blick sieht es vielleicht gar nicht so arg bearbeitet aus, aber das ist jetzt von denen, die ich hier im Video gezeigt habe, eins von denen, wo ich am meisten gemacht habe. Und zum Abschluss nochmal eine klassische RAW-Entwicklung, wie ich sie eigentlich sehr oft mache. Einfach den Bildausschnitt angepasst, hier von 3:2 auf 4:3. Was jetzt nicht nur daran liegt, dass ich 3:2 eigentlich zu hoch finde und mir 4:3 besser gefällt, sondern auch den Grund gehabt hat, dass im Original einfach oben noch Himmel reingescheint hat und unten der Abschnitt, der Abschluss hat mir auch nicht so gut gefallen. Das hat im 4:3 einfach besser gepasst. Ansonsten habe ich die Kontraste verstärkt. Dass das jetzt im RAW so flau aussieht, liegt einfach daran, dass es mit ziemlich viel Tele aufgenommen ist und doch noch so ein bisschen Nebel in der Luft lag. Und ich habe dann noch den Weißabgleich angepasst. Das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, ich konnte es zumindest so ein bisschen zeigen, wie ich das mit der Bearbeitung mache, um eine Stimmung hervorzuheben, die ich vor Ort gespürt bzw. gesehen habe. War jetzt keine Bearbeitung von dem Bild von vorne bis hinten dabei, aber das Angebot gilt. Also wenn euch sowas interessiert, einfach einen Kommentar schreiben oder eine E-Mail. Aber bitte am besten auch noch gleich dazu, welche Fotos euch interessieren würden, weil ich weiß halt nicht, welche davon Interesse sind so wichtig, so richtig. Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob bei dem Video hier jetzt irgendwie Fotos drin waren, die wirklich spannend waren für das Thema. Ich glaube, ich habe eine Auswahl gemacht, die einigermaßen okay ist, aber könnt ihr natürlich anders sehen. Wenn euch das interessiert, wie bei einem anderen Foto, das ihr mal bei mir im Kanal gesehen habt oder auf meiner Internetseite gesehen habt, die RAW-Datei aussieht, könnt ihr auch einfach einen Kommentar hier hinterlassen. Dann kann ich es einfach entweder unter dem Video hier kommentieren auch mit dem Link zu dem Vergleichsbild beziehungsweise in meinen Community-Beiträgen hier bei YouTube inzwischen auch leicht verlinken bzw. zeigen. Gut,
Ich hoffe, nächste Woche geht es wieder irgendwie draußen weiter und nicht wieder irgendwas von drinnen, weil ich mag das eigentlich selber nicht sagen, ich bin lieber draußen unterwegs. Freut mich trotzdem, dass ihr bis hier durchgehalten habt und ich hoffe, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Tschüss!